Forum 55 Plus, ein Podcast für Menschen ab 55 über Best Ager, Senioren und 55 Plus Unternehmer. In diesem Video sehen Sie, wie Dachgauben auf moderne Weise heute gebaut werden. Für die Mitwirkung bedanken wir uns recht herzlich bei den Firmen Zimmerei Arnold, Flaschenerei Stilz, Fensterbau Kläger und Obermüller sowie der Firma Epp und Zorn GmbH. Sehr oft werden in Wohnungen und Einfamilienhäuser viel zu kleine Dachgauben eingebaut. Der seitliche Helligkeitseinfall ist sehr beschränkt. Trotz heller Tapete kann das Zimmer sehr dunkel wirken. Bei einem größeren Fenster kann das Zimmer viel freundlicher wirken. In diesem Beispiel ist der Rollladen sogar etwas heruntergelassen. Bei der Erweiterung von Dachgauben ist eine bauliche Genehmigung erforderlich. Je nach Stadtverwaltung kann dies sogar beim ersten Bauantrag einmal abgelehnt werden. Scheuen Sie sich nicht, nachzuhaken und Einspruch einzulegen. Für die Ablehnung sind meistens die Stadtplaner verantwortlich, die ausschließlich das Bild der umliegenden Gebäude betrachten. Auch in unserem Beispiel wurde zunächst das Baugesuch abgelehnt. Ein Einspruch mit Fotos von anderen Gebäuden sorgte für die Durchsetzung des Baugesuchs. Ein weiteres Beispiel sehen Sie hier. Hier gab es zwei kleine Dachgauben. Die beiden Dachgauben sollten zu einer großen Dachgaube verbunden werden. Wie Sie erkennen können, ist der Lichteinfall bei zwei kleinen Dachgauben in der Summe viel kleiner, als wenn die Dachgaube aus einer großen Dachgaube bestehen würde. Eine Besonderheit, die Firma Arnold bietet, ist unter anderem, dass die Dachgaube innerhalb von einer Woche fertiggestellt sein kann. In dem nachfolgenden Film sehen Sie, warum dies so ist. Zunächst werden die Innenwände entfernt und dann die Maße ganz genau genommen. Anschließend wird die Dachgaube in der Werkstatt am kommenden Tag gebaut. Einen Tag später wird die Dachgaube dann zum Bauobjekt gebracht. Nachdem die Innenhülle bereits entfernt war, wurde anschließend die Außenhülle, also die Dachziegel und Dachlatten, entfernt. Anschließend wurde die Dachgaube mit einem LKW-Kran entfernt.
Anschließend erfolgt der Fenstereinbau. Also so, so sieht es aus, 1,60 Meter. Willst du vorne anfangen oder dahinter? Nach den Fenstereinbauten werden die elektrischen Leitungen für den elektrischen Rollladen gelegt. Gut, ja. Am darauffolgenden Tag werden dann die Dachgauben verkleidet. Der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Zum einen gibt es einen Platzgewinn für einen weiteren Kleiderschrank in dem Teil, wo kein Fenster ist. Zum zweiten gibt es ein größeres Sichtfenster und erheblich mehr Helligkeit im Raum. Der Raum wird freundlicher und großzügiger. Auch das Raumklima ist erheblich besser. Herzlichen Dank auch nochmals an die beteiligten Mitarbeiter der Unternehmen. Besonderen Dank an die Firma Arnold, die Termine komplett abgestimmt hat. Generation 55 plus. Als Verbraucher erhalten Sie hier Tipps zu unterschiedlichen Bereichen. Innovativen Unternehmen bieten wir hier eine Präsentationsmöglichkeit an. Wenn es sich um Produkte oder Dienstleistungen für den Markt 55 plus handelt, empfehlen Sie uns weiter. www.forum-55plus.de